Gulasch. MET Apfelkartoffeln. Zutaten für 4 Personen. Für das Gulasch, 1 Kilogramm Rehfleisch, aus der Schulter, 2 Zwiebeln einer Karotte, 150 Gramm Eknolensellerie, 2 EL Öl. 1 EL Tomatenmark, 40 ml Cognac, 300 ml kräftiger Rotwein, 3/4 1 Hühnerbrühe oder Wildfond, 1 Lorbeerblatt, 5-fach Lorbeeren, angedrückt. 3 grüne Kardamomkapseln, 1 Zirkensternanis, 1/4 Zimtringel, 1/2 TL schwarze Pfefferkörner, 1/4 TL Korianderkörner, 5 Pimentkörner, 1-2 TL Speisestärke, 2 Knoblauchzehen, in Scheiben. 2 Scheiben Ingwer, je 1 Streifen Zitronen- und Orangenschale, 1 EL Johannisbeergelee-Salz, Pfeffer aus der Mühle, 1/2 TL geraspelte Zartbitterschokolade. Für die Apfelkartoffeln, 600 Gramm Kartoffelsalz, 1 getrocknete Kieliskote, 1 Scheibe Ingwer, 1 Lorbeerblatt, 2 kleine Äpfel, 1 EL braune Butter, siehe Tipp S20, getrockneter Majoran Kielisalz. Außerdem 4 dünne Scheiben durchwachsener Räucherspeck, 1 TL Öl, 80 Gramm kleine grüne Weintrauben, kernlos, gewaschen, 1/2-1 EL Butter, 1 Handvoll Walnusshälften. 1 für das Gulasch, das Rehfleisch waschen und trocken tupfen. Das Fleisch von Fett und groben Sehnen befreien und in 3 bis 4 cm große Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen, die Karotte und den Sellerie putzen und schälen. Das Gemüse in 1 cm große Würfel schneiden. In einer Pfanne 1 EL Öl erhitzen und das Gemüse darin bei mittlerer Hitze 2 bis 3 Minuten andünsten. 2 Den Backofen auf 150 Grad Celsius vorheizen. Das restliche Öl in einem Schmortopf erhitzen, das Rehfleisch darin portionsweise bei mittlerer Hitze rundum anbraten und wieder herausnehmen. Das Tomatenmark im verbliebenen Bratfett kurz anrösten. Mit dem Cognac und nach mit je 1 Drittel des Weins ablöschen und jeweils Sirup unbekanntes zeichenartig einköcheln lassen. Die Brühe angießen, das Rehfleisch und das Gemüse dazugeben und das Gulasch offen im Ofen auf der mittleren Schiene 2 bis 2 1/2 Stunden schmoren. Lorbeerblatt, Wacholderbeeren, Kardamom, Sternanis, Zimt, Pfeffer, Koriander und Pimentkörner in einen Einwegteebeutel füllen und nach 11/2 bis 2 Stunden dazugeben. 3 Inzwischen für die Apfelkartoffeln die Kartoffeln schälen, war unbekanntes Zeichen schälen und in etwa 1 cm große Würfel schneiden. In reichlich Salzwasser mit der Kieliskote, dem Ingwer und dem Lorbeerblatt 5 bis 8 Minuten garen. In ein Sieb abgießen. Abtropfen lassen und die je unbekanntes Zeichen Würze entfernen. Rehhackbraten. Im Zucchini-Mantel. Zutaten für 4 Personen. Für den Hackbraten, 1 Lorbeerblatt je 1 TL Koriander, Piment und schwarze Pfefferkörner sowie Wacholderbeeren 1/2 TL Zimtsplitter, 100 Gramm Toastbrot, 100 ml Milch, 1 kleine Zwiebel, 100 ml Hühnerbrühe, 2 Eier, 2 TL Dijon Senf, Salz, Pfeffer aus der Mühle, mildes Chilipulver getrockneter Majoran 1 MSP. Abgeriebene unbehandelte Orangenschale 1/2 kleine Knoblauchzehe, fein gerieben, 1 MSP. Ingwer. Frisch gehackt, 170 Gramm Rehhackfleisch, ersatzweise Hirsch oder anderes Wildfleisch, 170 Gramm Kalbshackfleisch, 170 Gramm Schweinehackfleisch, 1 EL Preiselber Konfitüre, 1 EL Petersilie, grob gehackt, 1 Zucchino, 250 Gramm, Öl für die Form. Für den Blaukrautsalat, 600 Gramm Rotkohl, je 1 TL Salz und Zucker, 1 TL Puderzucker, 100 ml Rotwein, 5 EL roter Portwein, 1 bis 2 EL Cassislikör, Saft von 1/2 Orange, 2 bis 3 EL Himbeeressig, 1 EL saurer Granatapfelsirup, ersatzweise Aceto Balsamico, 4 EL mildes Salatöl, Pfeffer aus der Mühle, 2 frische Feigen, ersatzweise 2 g unbekanntes Zeichen trocknete, klein gewürfelte Feigen,
2 EL Granatapfelkerne, 1 EL Pistazien, grob gehackt. 1 für den Hackbraten das Lorbeerblatt zerstoßen, mit dem Korian unbekanntes Zeichen der Piment und Pfefferkörnern, nach Räucherbeeren und Zimt in eine Mühle füllen. Das Toastbrot entrinden und in der Milch einweichen. Die Zwiebel schälen, in feine Würfel schneiden und in einer Pfanne in der Brühe bei mittlerer Hitze dünsten, bis die Flüssigkeit verkocht ist. 2 Die Eier mit dem Senf verquirlen und mit Salz, Pfeffer, je 1 Prise Chili-Pulver und Majoran, Orangenschale, Knoblauch und Ingwer unbekanntes Zeichen rühren. Die 3 Hackfleischsorten mit dem eingeweichten Toastbrot, den verquirlten Eiern, der Preiselber Konfitüre, den Zwiebelwürfeln und der Petersilie mischen, mit den Gewürzen aus der Mühle würzen und, falls nötig, nachsalzen. 3 Den Backofen auf 120 Grad Celsius vorheizen. Den Zucchini putzen, nah unbekanntes Zeichen schälen und längs in etwa 2 mm dicke Scheiben schneiden. In Salzwasser unbekanntes Zeichen sehr eine Minute blankieren, in ein Sieb abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. 4 Eine halbrunde Pastetenform, etwa 1,21 Inhalt, ersatzweise eine Kastenform, mit Öl einpinseln und mit Frischhaltefolie auslegen. Halbelbe Marzipan. Schnitten. 1 Am Vortag für den Biskuit mit dem Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Das Mehl mit der Speisestärke und dem Backpulver in eine Schüssel sie unbekanntes Zeichen beim und die Haselnüsse untermischen. Die Eier trennen. Die Eiweiße mit dem Zucker und ein Prise Salz zu einem cremigen Schnee schlagen. Die Eigelbe, das Vanillemark und die Zitronenschale unterrühren. Die Mehlmischung vorsichtig unterheben und zuletzt die Butter unter unbekanntes Zeichen rühren, siehe S96. 2 Die Masse auf 2 mit Backpapier belegte Backbleche, 40x30 cm, streichen. Die tiefgekühlten Heidelbeeren gleichmäßig darauf verteilen unbekanntes Zeichen lehnen. Nacheinander im Ofen auf der mittleren Schiene 10 bis 12 Minuten unbekanntes Zeichen tempern. Herausnehmen, mit dem Backpapier vom Blech ziehen und abkühlen lassen. 3 Für die Marzipan-Buttercreme aus der Milch, dem Zucker und dem Vanillepudding-Pulver nach Packungsanweisung einen Puddingkuchen unbekanntes Zeichen tschen. Abkühlen lassen. Die Marzipan-Rohmaße klein schneiden und mit dem Maraschino zu einer glatten Maße verarbeiten. Die weiche Butter mit dem Vanillepudding-Creme rühren. Die Marzipan-Maße unter die Creme rühren. 4 Zum Tränken den Zucker mit 100 ml Wasser aufkochen und abkühlen lassen. Den Maraschino dazugeben. Die gebackenen Teigböden in je 3 Streifen, je 10 cm breit, schneiden. Jeden Boden leicht mit Zucker-Maraschino-Wasser tränken. Die Streifen Schicht für Schicht mit 2/3 der Buttercreme zusammensetzen, dabei mit einem Teigboden beginnen und abschließen. Über Nacht kühl stellen. 5 Am nächsten Tag die restliche Marzipan-Buttercreme im Wasserbad leicht erwärmen, bis sie streichfähig ist, sie sollte nicht zu warm werden, sonst wird sie flüssig. In einen Spritzbeutel mit Lochtülle 3 EL abfüllen und beiseite legen. Die gefüllte Schnitte rundum mit der restlichen Marzipan-Buttercreme einstreichen. So lange kühl stellen, bis die Buttercreme fest ist. 6 Die Marzipan-Rohmasse mit dem Puderzucker und dem Maraschino verkneten und auf der mit Puderzucker bestäubten Arbeitsfläche zu einer 40x25 cm großen Platte ausrollen. Die Platte über die gefüllte, eingestrichene Schnitte legen und an allen Seiten etwas andrücken.